Mehrere Benutzer arbeiten an einem gemeinsamen Projekt und wollen sich über einen Server synchronisieren. Welche Schritte notwendig sind, um eine solche Multi-User-Arbeitsumgebung einzurichten und zu verwalten, zeigt dieser Screencast. Im ersten Schritt muss ein Multi-User-Server eingerichtet werden. Dieser ist Dreh- und Angelpunkt für die Synchronisation der Projekte. Hierzu wird das TIA-Portal Multi-User Configuration Tool ausgeführt. Empfohlen wird eine sichere Verbindung über HTTPS. Diese ist hier bereits ausgewählt. Für diese ist ein entsprechendes Zertifikat erforderlich, welches automatisch erstellt wird. Der Speicherort der Server-Datenbank kann entsprechend festgelegt werden. Im nächsten Schritt startet die Installation des Servers, der im Nachgang noch einmalig gestartet werden muss. Wir wechseln in das TIA-Portal, wo bereits unser Projekt geöffnet ist. Im TIA-Portal müssen nun die Verbindungsinformationen für den im vorherigen Schritt eingerichteten Server hinterlegt werden. Hier werden die Verbindungsinformationen wie Protokoll, Host und Port hinterlegt. Jetzt ist der Multi-User-Server über das Kontextmenü erreichbar. Aufgrund der verschlüsselten Verbindung muss dem Zertifikat vertraut werden. Die Verbindung zum Multi-User-Server ist nun konfiguriert und hergestellt. Auf dem Server befindet sich aber noch kein TIA-Portal-Projekt, an dem gemeinsam gearbeitet werden kann. Dieses muss zunächst noch hochgeladen werden. Zum Hochladen verwenden wir den angebotenen Wizard. Durch das Setzen der beiden Haken kann der Ablauf vereinfacht werden. Nachdem das Projekt erfolgreich auf dem Multi-User-Server hochgeladen wurde, können sich alle Beteiligten von dort eine lokale Kopie des Projekts zum Arbeiten herunterladen. Man spricht dann von einer sogenannten Local Session. Administrative Aufgaben werden über den Multi-User-Administrator vorgenommen. Hierzu muss aus dem Administrationstool ebenfalls eine Verbindung zum Multi-User-Server hergestellt werden. In der linken Spalte befinden sich die eingerichteten Server, die administriert werden können. Aufgrund der verschlüsselten Verbindung muss dem Zertifikat vertraut werden. Mögliche administrative Aufgaben sind Serverweite sowie projektgranulare Benutzerverwaltung. Ebenfalls sieht man die Local Sessions und die Historie der einzelnen Projekte. Grundlegende Funktionen der Historie sind Anzeigen der verschiedenen Projektversionen, geänderte Objekte einer Projektversion, Export einer Projektversion in ein Single-User-Projekt sowie Wiederherstellen von älteren Projektversionen. Wir sprechen hier von einem Rollback. Siemens. Ingenuity for life.